Ich eröffne die 38. Plenarsitzung des Hessischen Landtages, darf Sie um Ruhe und Aufmerksamkeit bitten. Und wenn ich in den Plenarsaal schaue, kann ich auch guten Gewissens die Beschlussfähigkeit feststellen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Freitag jährt sich zum 75. Mal der 8. Mai 1945. Und wir hatten für diese Plenarsitzung war auch gemeinsam mit dem Herrn Ministerpräsidenten und dem Oberbürgermeister der Stadt Wiesbaden im Staatstheater Veranstaltungen geplant, um dieses für unsere Demokratie konstitutive Datum zu würdigen, was jetzt aufgrund der Umstände der Pandemie nicht möglich ist. Wir sind aber fest entschlossen, das nachzuholen, sobald es wieder möglich ist. Und dennoch, meine Damen und Herren, finde ich, kann man zu Beginn einer Plenarwoche dieses Landtages nicht einfach so zur Tagesordnung übergehen. Deswegen bitte ich Sie, mir einige wenige Anmerkungen zu diesem Datum zu erlauben. Der Umgang mit Vergangenheit spiegelt immer auch die Verhältnisse der Gegenwart, und die Erfahrungen der Gegenwart prägen den Umgang mit der Vergangenheit. Für kein deutsches Datum gilt dieser kluge Satz des Historikers Andreas Rödder so sehr, wie das für den 8. Mai 1945 gilt. Der 8. Mai war eine tiefe Zäsur in der deutschen, aber auch in der europäischen Geschichte. Am Ende des Krieges war Deutschland besiegt, besetzt und durch eigene unsägliche Verbrechen befleckt, allerdings auch von der nationalsozialistischen Diktatur befreit. Der 8. Mai markiert die vollständige militärische Niederlage, und er markiert das Ende des verbrecherischen Hitlerregimes. Und deswegen war der Tag für alle Deutschen ein Tag der Befreiung, wiewohl, auch das muss man trotzdem hinzufügen, sich das Tor der Freiheit ja zunächst nur den Westdeutschen öffnete. Die Deutschen hatten lange Zeit einen sehr schwierigen Zugang zu der objektiven Bedeutung des historischen Ereignisses, aber auch zu seinem zentralen Standort in unserer Geschichte. Symbolisiert dieser Tag doch Befreiung und Niederlage zugleich. Der Zustand des Landes war 1945 gekennzeichnet durch eine Abwesenheit jeglicher und jedweder staatlicher Ordnung. Über die Hälfte der Menschen in Deutschland waren nach dem Krieg nicht dort, wo sie hingehörten oder hinwollten, darunter 9 Millionen Ausgebombte und Evakuierte, 14 Millionen Flüchtlinge und Vertriebene, 10 Millionen entlassene Zwangsarbeiter und Gefangene, aber Millionen nach und nach zurückkehrende Kriegsgefangene. Millionen Deutsche waren innerhalb ihres eigenen Landes vertrieben worden. Die durchlittenen Bombennächte, die harten Hungerwinter der ersten Nachkriegsjahre und auch der Überlebenskampf unter anarchischen Alltagszuständen ließen viele Deutsche, nicht alle, aber viele Deutsche keine Gedanken an die Vergangenheit fassen. Sie empfanden sich selbst als Opfer, und sie ersparten sich so die Gedanken an die wirklichen Opfer, die millionenfach ermordet worden waren. Juden, Sinti und Roma, Homosexuelle, Kranke, andere Völker, insbesondere in der Sowjetunion und in Polen und die vielen, vielen anderen. Es muss, ja, es muss tief irritieren, aber der Überlebenstrieb schaltete eben auch Schuldgefühle ab, und viele Deutsche begannen erst sehr widerstrebend und sehr widerwillig, sich mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess, das war 1958, und dann mit den Auschwitz-Prozessen unter der Leitung von Generalstaatsanwalt Fritz Bauer ab 1963, den in der Geschichte der Menschheit beispiellos begangenen Verbrechen in deutschem Namen zu stellen. Der Knoten von Ursache und Folge wurde erst mit einer Distanz von 40 Jahren durch Bundespräsident Richard von Weizsäcker mit seiner großartigen Rede vor dem Deutschen Bundestag durchschlagen. Dort hat er ohne Umschweife klargestellt, und ich zitiere ihn: Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft. Und wenn ich das so sagen darf, fast noch wichtiger, fuhr er fort, ich zitiere weiter: Niemand wird um der Befreiung willen vergessen, welche schweren Leiden für viele Menschen mit dem 8. Mai erst begannen und danach folgten. Aber wir dürfen nicht im Ende des Krieges die Ursache für Flucht, Vertreibung und Unfreiheit sehen. Sie liegt vielmehr in seinem Anfang und im Beginn jener Gewaltherrschaft, die zum Kriege führte.
Wir dürfen, sagte er, den 8. Mai 1945 nicht vom 30. Januar 1933 trennen. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, weil wir aus der Vergangenheit Lehren ziehen wollen, ist der Umgang mit der Vergangenheit für eine Gegenwart, die besser sein soll, für eine Gegenwart, in der wir kein zweites Mal versagen wollen, aber auch nicht dürfen, so wichtig. Das sind keine leeren Erinnerungsrituale, sondern das sind unerlässliche Prägungen, damit nie wieder geschieht, was geschehen ist. Der Zweite Weltkrieg hatte nicht nur die materielle, sondern hat ja auch die institutionelle Infrastruktur jener Region, die seit Jahrzehnten als stabilste und am höchsten entwickelte der Welt galt, verwüstet. Und Deutschland hatte das moralische Gefüge der westlichen Welt durch Verbrechen, die niemand jemals für möglich gehalten hatte, zerstört. Wären die Deutschen nicht bereit gewesen, sich dann doch noch der einzigartigen Monstrosität des Holocaust und der Verantwortung für schrecklichste Kriegsverbrechen zu stellen, meine Damen und Herren, wie hätte dieses Land jemals wieder in die Zivilisation zurückgefunden und zu einem geachteten Mitglied der Völkergemeinschaft werden können? Das muss man sich vergegenwärtigen, wenn wir erinnern. Denn für keine Generation in Deutschland wird die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit jemals abgeschlossen sein. Es muss einem klar sein, unter eine solche Geschichte wie unsere Geschichte lässt sich kein Schlussstrich ziehen. Und es gibt fortwährende internationale Verpflichtungen, die unmittelbar, aber auch mittelbar aus der deutschen Politik der Jahre 33 bis 45 für uns alle erwachsen. An erster Stelle nenne ich natürlich die ganz besonderen Beziehungen zu Israel. Aber auch in anderen Ländern wirkt der Nationalsozialismus als Vergangenheit fort, die nicht vergeht, weil er die Spaltung Europas in einen freien und in einen unfreien Teil verursacht hat. Daraus ergibt sich eine Pflicht zur Solidarität mit Ländern, die erst im Zuge der friedlichen Revolution 1989, 1990 ihre innere und ihre äußere Souveränität wiedergewonnen haben. Und für uns hier in Deutschland ist die wichtigste Lehre aus der deutschen Geschichte der Jahre 1933 bis 1945, dass es eine Pflicht gibt, unter allen Umständen die Unantastbarkeit der Würde jedes einzelnen Menschen zu achten und zu garantieren. Ich sage das auch vor dem Hintergrund aktueller Ereignisse in unserem Land, denn das Mittel der Nationalsozialisten, um Hass zu schüren oder, wenn ich das hinzufügen darf, wenigstens um das Wegschauen für sich selbst zu rechtfertigen, war es, durch Hetze Vorurteile und Feindschaften entstehen zu lassen. Und deswegen sollte aus Anlass des 8. Mai unsere Botschaft als demokratisch gewählte Politiker lauten: Nie wieder Hass, nie wieder Krieg, nie wieder Ausgrenzung. Es soll nie wieder ein nationalistisches, sondern es soll ein europäisches Deutschland sein, an dem wir unabhängig von unseren politischen Überzeugungen gemeinsam arbeiten und bauen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren. Damit können wir dann in die Tagesordnung eintreten. Ich will Ihnen eine Mitteilung machen über den Wechsel im Fraktionsvorsitz. Ist jetzt keine große Neuigkeit mehr, aber ich denke, man kann das schon sagen, auch eine schöne Neuigkeit. Der Abgeordnete Michael Boddenberg wurde in der Plenarsitzung am 3. April, es war nur positiv gemeint, Herr Vizepräsident, für beide am 3. April 2020 als Staatsminister und Minister der Finanzen vereidigt. Gratuliert haben wir ihm schon. Feiern konnten wir das Ereignis noch nicht, aber er wird das sicherlich noch nachholen. Damit einher geht ein Wechsel im Fraktionsvorsitz der Fraktion der Christdemokraten, und zur neuen Fraktionsvorsitzenden der Fraktion der CDU wurde die Abgeordnete Ines Klaus gewählt, der ich im Namen des gesamten Hauses zu ihrer neuen Aufgabe gratuliere. Liebe Ines Klaus, ich wünsche Ihnen nicht nur viel Glück, das natürlich auch, das gehört immer dazu, aber ich wünsche Ihnen vor allem Erfolg,
Gesundheit und Gottes Segen bei der Aufgabe, bei dieser spannenden, interessanten Aufgabe. Wir wünschen Ihnen alles Gute für die Führung der CDU-Fraktion. Die Tagesordnung vom 28. April und ein Nachtrag vom heutigen Tage mit insgesamt 45 Punkten liegt Ihnen vor. Es ist noch eingegangen ein Änderungsantrag der Fraktion der SPD zu dem Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU und von Bündnis 90 die Grünen für ein zweites Gesetz zur Änderung des Gesetzes über den öffentlichen Gesundheitsdienst. Das ist die Drucksache 20-2672. Der Änderungsantrag wird zusammen mit Top 13, das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs zum gleichen Thema, aufgerufen. Und heute noch eingegangen und an den Plätzen verteilt ist ein dringlicher Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend Beschäftigte in systemrelevanten Berufen stärken und ihre Leistungen in der Corona-Krise angemessen anerkennen, Drucksache 20-2683. Ich frage, ob die Dringlichkeit bejaht wird. Das ist offensichtlich der Fall. Dann wird dieser Antrag Top 46 und kann, wenn dem niemand widerspricht, was ich derzeit nicht sehe, mit Top 1 zu diesem Thema aufgerufen werden. Wir haben uns im Ältestenrat darauf verständigt, dass wir nach Top 15, also am Mittwochabend, vor den Beschlussempfehlungen der Ausschüsse gebündelt über die zur Abstimmung stehenden Gesetzentwürfe und die Entschließungsanträge abstimmen. Ich sehe, dass da nichts gegenspricht und wir das dann auch so machen. Wir haben im Ältestenrat überdies vereinbart, heute auf die Fragestunde zu verzichten. Und insoweit bitten wir die Landesregierung, die Fragen der Drucksache 20-2471 bis nächsten Dienstag, den 12. Mai 2020, schriftlich zu beantworten. Die Antworten werden dann als Anlage zum Protokoll der heutigen Plenarsitzung genommen. Von den Fraktionen liegt die Mitteilung vor, welche Initiativen als Setzpunkte behandelt werden sollen. Die Drucksache 20-2677 ist der Setzpunkt der Fraktion der SPD. Die Drucksache 20-2678 ist der Setzpunkt der Fraktion Bündnis 90 die Grünen. Die Fraktion der CDU hat die Drucksache 20-2679 als Setzpunkt gewählt. Die Drucksache 20-2680 wurde als Setzpunkt der Fraktion der Freien Demokraten genannt. Diese Setzpunkte sind die Tagesordnungspunkte 42 bis 45 von der Fraktion der AfD. Wurde Top 35 der Tagesordnung genannt. Das ist die Drucksache 20-2645. Und von der Fraktion DIE LINKE wurde Top 36 Drucksache 20-2669 als Setzpunkt bestimmt. Bei diesem Setzpunkt handelt es sich um einen Antrag der Fraktion DIE LINKE betreffend geplante Übernahme der Rhön AG und des Universitätsklinikums Gießen und Marburg durch den Asklepios-Konzern. Entgegen der vorliegenden Tagesordnung soll hier eine Überweisung des Antrags in den Ausschuss für Wissenschaft und Kunst erfolgen. Ich darf Sie fragen, ob Sie einverstanden sind, die Tagesordnung zu genehmigen. Das ist offensichtlich der Fall. Meine Damen und Herren, wir haben in den vergangenen Sitzungen das alles schon geübt und erprobt, die Pandemie auch im Parlament zu bewältigen. Und das betrifft natürlich auch erneut hier die parlamentarischen Abläufe und die organisatorischen Belange. Ich glaube, es ist wichtig, und auch klarzumachen und deutlich darzustellen, dass das oberste Verfassungsorgan handlungs- und beschlussfähig bleibt, selbst in einer so schwierigen Situation. Und ich glaube, dass das funktionieren kann, haben wir in den vergangenen Sitzungen lebhaft bewiesen. Auch heute wollen wir das Infektionsrisiko so gering wie möglich halten, indem insbesondere auf Abstand geachtet wird und die Hygieneregeln eingehalten werden. Auch das hat gut funktioniert. Dafür möchte ich allen Beteiligten sehr ausdrücklich danken. Die in den vergangenen Plenarsitzungen getroffenen interfraktionellen Vereinbarungen zum Ablauf der Plenarsitzung gelten grundsätzlich weiterhin. Insbesondere tagen wir auch heute mit einer geänderten Sitzordnung, wie man unschwer erkennen kann, die unter anderem auch die Nutzung der Besuchertribüne für Abgeordnete vorsieht. Es wurde vereinbart, dass sich die Fraktionsmitarbeiter nicht im Plenarsaal aufhalten, und im Rahmen des Infektionsschutzes wird nach jedem Redebeitrag das Rednerpult desinfiziert. Und insoweit darf ich Sie bitten, das zu berücksichtigen, wenn Sie nach vorne kommen, um an das Rednerpult zu treten. Darüber hinaus haben wir weitere Desinfektionsmaßnahmen im Rahmen des Plenarbetriebes in die Wege geleitet. Heute tagen wir bis zur Erledigung des Tagesordnungspunktes 3. Wir beginnen im Anschluss an die amtlichen Mitteilungen
mit Top 1. Das ist die Regierungserklärung gemeinsam gegen das Virus. Zusammenhalten, solidarisch sein, einander schützen. Es ist eine Regierungserklärung des hessischen Ministers für Soziales und Integration, Herr Staatsminister Kai Klose. Eine Mittagspause ist nicht vorgesehen. Und wir können auch heute einen, ja, man muss fast sagen, jugendlichen runden Geburtstag, der in der letzten Woche stattgefunden hat, begehen. Er betrifft unsere Kollegin Marion Schad-Sauer. Sie ist am 29.04. eines schönen Jahres geboren. Und ich darf Ihnen, Frau Schad-Sauer, sie ist nicht da, da sitzt sie, liebe Frau Schad-Sauer, darf Ihnen im Namen des gesamten Hauses alles Gute wünschen für das kommende Lebensjahr, Glück und Gesundheit. Und wie ist das, wie kommt der Wein jetzt zu Frau Schad-Sauer? Also wir können per DHL, das ist eine gute Idee, aber wir könnten so, ich kann Ihnen den auch später übergeben, Frau Schatzer. Wir sitzen ja später noch ein bisschen hier, mal gucken, ob wir dann schon anfangen zu trinken. So, also, das sind die Geburtstage und allen anderen gratuliere ich auch, die sonst noch Geburtstag hatten oder sich geburtstagsreif fühlen. Damit bin ich, wenn ich das richtig sehe, am Ende der amtlichen Mitteilungen angelangt.